Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier bei unseren Gefährten. Wir haben endlich diesem Königreich ein Ende gesetzt, auf eine einigermaßen friedliche Art und Weise, so würde ich es nochmal ausdrücken. Tristian vor allem hat, ja, sowas wie seinen Frieden gefunden. Seine Göttin hat ihn erreicht, was mich sehr freut für ihn. Und wir können in der Hauptstadt nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Jetzt sprechen wir mal noch mit Amalia. Ist da noch irgendwas zu erfahren? Wie soll ich jetzt weiterleben? Wohin soll ich gehen? Vielleicht nach Hause. Das würde ich aber auch vorschlagen. Don't Und hesitate. hat er noch was bei sich gehabt? Oh ja, schaut mal. Ein Knüppel plus 2, ein Dolch plus 2, eine Brustplatte plus 3 und ein Gürtel der Körperbewegung. Amulett, Ring und ein Schutzring plus 3. Aber ich glaube, das alles verbessert uns nicht großartig. Hier haben wir noch ein Geheimnis gefunden. Ah, noch eine alte Zyklopenmünze. Ja. Ne, ich guck mal, ich check mal sicherheitshalber doch nochmal, ob uns irgendjemand vielleicht hier, ja, zum Beispiel hier, ne? Ich glaube, das würde ihm sogar helfen, genau. Tristian ist nicht ganz so gut ausgerüstet. Wir haben auch kein Gürtel für ihn. Körperbewegung ist zwar jetzt nicht so richtig sein Fall, aber Gott, geben wir ihm das Ding mal. Schutzring plus 3 allerdings, den hat er schon. Joa. Soweit, so gut. Brustplatte ist auch nicht für niemanden hier was. Ja, dann, liebe Leute, dann kehren wir, denke ich, jetzt erstmal in die Hauptstadt zurück, um das Gespräch jetzt mit Tristia nochmal zu suchen. Und dann gibt es eigentlich nur eine Sache, nee, zwei Sachen, die wir erledigen können. Wir können dieses Rätsel mit der Pylone, mit diesem Muster, mit dieser Geisterfrau lösen, hoffentlich. Und wir können nochmal diesen Kampf angehen, den ich immer wieder verloren habe. Ihr habt mir da auch ein paar Tipps gegeben noch. Da werden wir auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit haben, Tote wiederzubeleben. Wir werden aber, glaube ich, mit dem Dream Team dort auflaufen. Das ist für mich inzwischen mit Harem und Knock Knock wieder. So, aber vorher erst einmal hier nach Ebengard. Dann teleportieren wir uns nach Waylands, nicht nach Waylandslust, was sage ich, nach Funkelwacht. Und dann sprechen wir mit Tristian. Mal sehen, ob er im Thronsaal ist. Ja, das dürfte er sein. Wir können vorher noch die Tal'danische Marke abgeben. Oder die. Das war gar nicht die. Das war die Zyklopenmünze, genau. Und hier müsste er auf uns warten. Hallo, Waylon Funkelstein. Wollt ihr wissen, was hier geschehen ist am Altar der Gereinigten? Ich würde es euch gern erzählen, aber ich weiß nicht recht, wie ich es beschreiben soll. Der Deva bewegt seine Schultern, als würde er unsichtbare Flügel hinter seinem Rücken dehnen. Irgendwie wandle ich wieder in Sarandres Licht. Es warten vielleicht noch viele Prüfungen auf mich, aber nun kenne ich göttliche Glückseligkeit. Ich hatte schon fast vergessen, wie beruhigend sie sich anfühlt. Tristian schließt die Augen. Sie gewährte mir eine besondere Gabe, eine Gabe, die ihres Boten in der materiellen Welt würdig ist. Ich glaube, diese Macht wird uns nützlich sein, wenn wir Nerissa in der letzten Schlacht herausfordern. All das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ich verdanke euch mein Leben und meine Erlösung. Tristian hält inne. Ich habe euch einmal gesagt, dass ich an eurer Seite bleiben würde, bis ich mich für eure Güte revanchiert habe. Nun verspreche ich, dass ich nicht aufgeben werde, bis Nerissa besiegt ist. Gut. Ich bin froh, dass wir zusammenbleiben. Wir brauchen im Kampf gegen Nerissa jede Hilfe. Tristian nickt. Und Sarandre weiß das. Deshalb hat sie mir diese Mission aufgetragen. Alles, was mir hier widerfahren ist, in dieser Welt, ist wegen meines Stolzes und meines Übereifers geschehen. Tristian lächelt unmerklich. Doch nun hat die Göttin selbst mir den Weg zu ihrem Glanz gewiesen. Ich werde diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen und sie enttäuschen. Oder euch. Okay. Dazu habe ich nochmal. Aber erstmal haben wir das abgeschlossen. Die Rettung.
Sehr schön. Da habe ich nochmal einen Hinweis bekommen, denn es gibt hier nicht nur Lindsays Texte, die die Charaktergeschichte erzählen, sondern es gibt manchmal auch bestimmte neue Fähigkeiten, die diese Charaktere erhalten. Wir schauen uns erstmal an, was Lindsay gesagt hat dazu. Tristians Wunsch, das Böse zu bekämpfen, wurde durch seine Verzweiflung nicht geschmälert. Und doch, wer hätte ahnen können, dass die Tugendhaftigkeit seiner verzweifelten Seele die Rettung dieses gefallenen Deva sein würde. Indem er mithalf, die Überreste des Königreichs der Gereinigten zu beseitigen und dem Tun des ersten Gläubigen Einhalt zu gebieten, wusch Tristian seinen Namen rein und erhielt dafür die ultimative Belohnung, göttliche Vergebung durch seine himmlische Schutzpatronin. So, und jetzt, was hat er möglicherweise bekommen? Wo finden wir das? Engelsgestalt? Ich glaube, das könnte neu sein, oder? Tristian kann mit einer Bewegungsaktion seine Engelsgestalt annehmen. Alle Heilzauber und Zauber der Domäne des Feuers, die er in dieser Gestalt wirkt, werden maximiert, als würde er Zauber maximieren einsetzen. Außerdem ist er immun gegen Feuer. Da er in dieser Gestalt Flügel hat, ist er immun gegen bodenbasierte Angriffe und erhält einen Ausweichbonus von +2 auf seine Rüstungsklasse gegen Nahkampfangriffe. Er kann dieses Attribut täglich bis zu 20 Runden lang einsetzen. Sehr interessant. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, hat noch jemand solche Eigenschaften, also noch jemand, der seine Geschichte abgeschlossen hat, solche Eigenschaften bekommen? Ich weiß gar nicht, wessen Geschichte jetzt wirklich schon abgeschlossen ist. Lindsay doch mit Sicherheit nicht. Ihre ist, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen. Ne? Ekons könnte abgeschlossen sein. Erzfeind Pflanzen ist es aber nicht. Keine Ahnung, ob er da was bekommen hat. Schauen wir nochmal kurz die anderen durch. Valerie müsste eigentlich abgeschlossen haben. Tapfer. War sie tapfer geworden? Oder habe ich ihr das gegeben? Könnte sein, dass sie tapfer geworden ist. Nun gut. Schauen wir mal. Ah, aber Herm. Herm müsste eigentlich... Aura der Zerstörung, Chaosklinge. Ja, also hätte ich... Grotus. Hätte ich natürlich dann in dem Moment gucken sollen. So ist es vermutlich schwer zu identifizieren. Wie auch immer. Wir machen uns jetzt auf den Weg... wieder dort nach Pitax, um des Rätsels Lösung dort bezüglich dieser Geistergeschichte endlich zu erleben. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Insofern können wir einfach nochmal gehen. Wie gesagt, jetzt aber mit dem Dream Team. Das sieht so aus, dass Harem dabei ist. Dann wieder gewohnterweise Knock Knock, da ist er. Dann so und dann so. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf. Und zwar beginnen wir mit diesen mysteriösen Schreinen. Der Plan ist, dass ich jetzt erst hierhin, dann dorthin und dann dorthin gehe, da war der letzte und dort ist ja auch dieser Kampf, den wir nicht bestanden haben. Möglicherweise auch der letzte Kampf, um das andere Rätsel zu lösen mit dem Schlüssel, wenn ihr euch erinnert. So, wir werden dementsprechend nach Schwarzhügel uns erst einmal teleportieren. Und jetzt werden wir hier hin. Obwohl, wartet mal. Wir brauchen da nicht diesen Weg noch erkunden. Wir reisen gleich direkt hier hin. Wir können vielleicht auch direkt dorthin reisen. Ja, das geht auch. Gut. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich mit meinen Aufzeichnungen nicht durcheinander gekommen bin. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, hier oben. Und dass ich jetzt das Richtige mir markiert habe. Und nach meinen Aufzeichnungen muss das hier stehen. So, damit hätten wir das erledigt und können direkt wieder zurücklaufen.
Und dann führt uns der Weg jetzt hierhin, wobei hier können wir eine Abkürzung nochmal erforschen. Erstmal bis hierhin reisen. Ja, dann nehmen wir mal den Weg und dann kommen wir dort souverän hin. Okay, und hier sollte die Säule in der Mitte stehen. Ja, so, genau. Dann können wir auch gleich wieder verschwinden. So, dann warten eigentlich nur noch die Kicherhügel auf uns. Das ist eine längere Reise. Die ersten sind schon erschöpft, aber ich denke, wir werden trotzdem uns mal hier dorthin schon begeben. Und wir betreten auch gleich die Örtlichkeit. So, da sind wir. Und das ist jetzt eigentlich der letzte Ort, an dem wir jetzt hier die Säule verstellen können. Und ich will es mal ein bisschen spannend machen. Wir werden erstmal rasten. Aber ich will auch mir Harem nochmal angucken, ob ich da die Sachen im Zauberbuch. Ich glaube, ich hatte sie alle eingestellt, ne? Die ich haben wollte. Wir hatten ja vor allem hier irgendwas gemacht. Blitzgewitter wird bestimmt auch cool, aber wir hatten auch irgendwas gemacht wie vertrocknen oder so, meine ich mich zu erinnern. Flammenschlag. Irgendeine Geschichte war besonders gut gegen Pflanzen. War das nicht was? Wer konnte das, Leute? Verdorren. Genau, hier war es. Domänenplätze. Aber wir könnten verdorren eigentlich dann, wenn das so cool ist, können wir es dann auch hier reinziehen. Ach ne, es geht nur auf den Domänenplatz. So war das. Na gut, dann haben wir ja verdorren dabei. Ja, wir machen es insofern ein bisschen spannend, dass ich einmal ein Lager aufschlage. Hier ist mir das nicht erlaubt, aber hier geht es. Wer weiß, ich meinte vielleicht. Lassen wir jetzt diesen Geist frei und dann passiert was ganz Schlimmes. Insofern sollten wir noch ein bisschen vorbereitet sein. Wir müssen, glaube ich, wieder hier neue Einstellungen machen. Lindsay wird kochen, Tarnung, Jagd. Das ist soweit gut. Und was kochen wir denn jetzt hier? Haben wir vielleicht irgendwas Spezielles? +4 auf einen zufälligen Attributswert. Finde ich cool. Erste Welt, Fleischpastete. Wir gehen ja jetzt auch wieder in die erste Welt. Insofern finde ich, das passt irgendwie. Nehmen wir das mal. Ich finde, Goblins sollten eigentlich Rovaguk verehren. Ihr würdet am liebsten alles zerstören und zerschlagen. Also warum folgen du und dein Stamm stattdessen der Mutter aller Monster? Wir gerne kaputt machen Sachen von anderen. Eigene Sachen zu gut für kaputt machen. Und Lamash, du gibst Stamm kräftige Kinder. Kräftig genug damit überleben in ihren Käfigen. Schaut mal, wie fleißig Waylon dort ist. Was? Lagertarnung? Er war doch so fleißig. Und hat trotzdem es nicht geschafft. Ich bin entsetzt. So, dennoch keine Gefahr für die Truppe. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt. Ob jetzt irgendwas passiert. Wenn ich dieses jetzt hier auf den unteren Platz stelle, wie mir meine Aufzeichnung es raten. Jawoll! Königin Ravenna. Als du den letzten Megalithen in seine Position bringst, hallt um dich herum ein Stöhnen wieder, voll von altem Schmerz und tiefer Erleichterung. Eine Frau erscheint vor dir. Dieselbe Frau, deren Geist du gesehen hast, als du diese Ruinen entdeckt hast. Ihre Schultern beben leicht, doch ihre Haltung zeugt von Stärke und Autorität. Wieder am Leben, endlich. Die Frau wendet sich zu dir. Ich finde keine Worte, um meine Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, Fremder. Jene, die mich verraten haben, haben so viel getan, um zu verhindern, dass ich in diese Welt zurückkehre. Und doch stehe ich hier, dank eurer. Ich möchte euch belohnen, ehe ich ausziehe, um Rache zu nehmen. Die sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Fallen da Blätter von ihr hinab oder. Wer seid ihr? Ich heiße Ravena, Königin Ravena, hieß ich einst, doch da mein Königreich dem Staub der Jahrhunderte zum Opfer gefallen ist,
ist der Titel ohne Wert. Diese Gelande gehörten einst mir, bis meine geliebten Ritter mich verrieten. Ah, schaut mal, das ist auch jemand, dessen Königreich zerstört wurde. Bestimmt auch aufgrund von Nelissa. Und sie ist aber nicht dahinter gekommen. Ihr habt etwas von Rache gesagt. Es ist eine lange Geschichte und ich möchte ungern Zeit vergeuden, doch da ihr mich errettet habt, verdient ihr zumindest eine kurze Erklärung. Vor langer Zeit herrschte ich mit der Hilfe meiner 5 treuesten Ritter über diese Lande. Wir standen uns nahe wie eine Schwester und ihre Brüder, vielleicht noch näher. Und es waren diese 5 geliebten Seelen, die mich verrieten. Sie kannten alle meine Geheimnisse. Sie wussten, wo meine Schreine standen und welchem Zweck sie dienten. Sie wussten auch, dass meine Schutzherren, die Dämonenfürsten, mich niemals in Frieden sterben lassen würden. Deswegen veränderten die Ritter die Reihenfolge der Megalithen in meinen Schreinen. Damit kappten sie meine Verbindung zum Abyss, damit ich die Dämonenfürsten nicht zu Hilfe rufen kann. Und so geschah es. Die Klingen der Verräter durchdrangen mein Herz und mein Geist wurde in diesem Schrein eingesperrt, bis ihr mich befreit habt. Okay. Leider sind Jahrhunderte vergangen. Meine 5 mutigen Ritter sind längst tot. Ich kann ihnen nicht in die Augen blicken, kann ihnen die Fragen nicht stellen, die all die Zeit über in mir brannten. Aber ihre Nachfahren leben noch in dieser Welt. Ich werde sie finden. Ich werde sie mir zu eigen machen. Ihre Urgroßväter hatten solche Angst davor, einen Dämonenverehrern zu dienen, dass sie mich verrieten. Mich, die Königin, deren Leben zu beschützen sie geschworen hatten. Ihre Urenkel, das Blut ihres Blutes, wird entweder zu Dämonenverehrern werden oder zu Dämonenbeute. Das wird meine Rache sein. Okay, Leute, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Und ich glaube, diesen Fehler sollten wir so schnell es geht beenden. Ihr seid das personifizierte Böse. Ich kann euch nicht gehen lassen. Traurig, aber es war zu erwarten. O Fürsten des Abyss, eure Tochter ruft euch. Ja! Kind of fight. So, toll, dass Raylan hier direkt dran steht und vor allem toll, dass wir überhaupt nicht vorbereitet sind für diesen Kampf. Ich schicke mal die alle ein bisschen weg. Wo ist denn der gute Knock-Knock? Der steht nah bei. Okay, kriegt gleich einen Gelegenheitsangriff, der Hund. Ich fürchte ja, hier wird was beschworen oder so. Aber gut, warten wir mal. Wir machen mal jetzt Lied des Heldenmutes ganz neu. Waylon macht... wo ist denn das Bewegen hin, was er mal hatte? Habe ich hier irgendwas verändert? Leute, was ist hier los? Hat er irgendwas abgelegt? Nee, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Hast wollen wir unbedingt machen. Ekun wird direkt feuern und Harry Repent. Haut drauf, würde ich mal sagen. Valerie auch. Mal gucken, was sie drauf hat. Nein, was war das denn? Achso, das war der Gelegenheitsangriff. Gut, das war jetzt nicht so dramatisch. Warum läufst du weiter weg? Du sollst zaubern. Oder hat sie dich jetzt verzaubert? Erschüttert. Ach, toll. Toll, Waylon. Kränkelnd auch noch. Okay, na super. Das war ja so richtig doof gelaufen. Warum machst du... Was passiert denn hier? Ist die ganze Gruppe... Was ist mit Lindsay los? Lindsay... Ich kann Lindsay nicht mehr steuern. That hurt. Good. Aber Knock Knock. Knock Knock ist noch dabei. Die anderen schlagen alle fehl. Was ist mit dem Hund los? Der kann dahin. Okay. So, Waylon wird sich hoffentlich beruhigen. Immerhin greift er keinen von uns an. Wagt es nicht zu hoffen, dass ihr mich losgeworden seid. Ach nein. Die hungrige Königin. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen, aber sie scheint anderer Meinung zu sein. Was hatte sie denn dabei? Oh, scheinbar richtig krasse Sachen. Gucken wir uns das an. Ravennas Kuss. Ein einhändiges Bastardschwert aus Adamant. Gewährt dem Träger die Fähigkeit, als Kleriker der Stufe 11 dreimal täglich einen Leitzauber zu wirken. 31.000. Wow. Ein Schild Ravennas Eid. Dieses schwere plus 5 Schild kann als Waffe eingesetzt werden. Im Falle eines Treffers erleidet das Ziel Blutungsschaden.
Am Ende des Kampfes wird die Blutung ebenso gestillt wie durch den Einsatz von Heileffekten. Interessant. Dann haben wir Ravennas Umarmung. Verbesserung plus 4. Diese Rüstung wurde vor Jahrhunderten von einem Halbelfen gefertigt, dem als Bastard geborenen Bruder von Königin Ravenna. Ich sage immer Ravenna, aber Ravenna muss es ja heißen. Er nannte die Rüstung Ravennas Umarmung. Als Erinnerung an seine Kindheit, in der seine große Schwester ihn immer umarmte, als würde sie ihn vor allen Gefahren beschützen. Als Ravenna dem Bösen erlag und begann, 5 grausamen Dämonenfürsten anzubeten, schmiedeten ihre treuen Ritter einen Plan, um die Königin in eine Falle zu locken und zu ermorden. Auch ihr Bruder zählte zu den Mördern. Gürtel der Körperbewegung plus 4. Ein Helm. Helm hat man nicht oft. Ravennas Krone. Dieser Helm gewährt seinem Träger eine Schadenreduktion von 10 gegen kaltes Eisen und Gutem. Sehr speziell. Und Ravennas Schatten. Resistenzbonus von plus 5 auf alle Rettungswürfe und Immunität gegen Gift. Ja, wow. Das ist schon Wahnsinn, was die bei sich hatte insgesamt genommen. Wir werden mal uns angucken, ob wir jemanden noch verbessern können damit. Typ in Abschneiden. Von Neuestem zum Ältesten. So, fangen wir mal mit dem Umhang an. Der ist auf jeden Fall besser als der Resistenzumhang plus 3 von Waylon. Was hast du denn für einen? Plus 5 wäre auch besser für sie, aber das lassen wir, glaube ich, mal. Abaddons Schleier. Ich würde tatsächlich überlegen, das Waylon zu geben. Finde ich jetzt ganz gut, ihm das zu geben. Ja, müssen wir gucken, ob jemand noch den plus 3 Umhang besser gebrauchen kann. Wo ist der eigentlich? Hier, ne? Von den anderen, was hast du hier? Kräuterkundler-Umhang, das würde ich dir gerne lassen. Mantel des Bestrafers ist auch gut. Und Lindsay, was hast du? Wohlige Umarmung, tief kälteres. Ich glaube, das obwohl der ist mehr wert, ne? Tiefschlaf nutzen wir aber nie. Wisst ihr was? Ich gebe ihr den. Ich glaube, der ist insgesamt besser. Okay, kehren wir zurück zu den anderen Gegenständen. Wir haben Ravennas Krone. Ja, da bin ich jetzt nicht so von überzeugt. Ich glaube, das ist nicht besser als irgendwas, was wir haben. Kämpft man schon mal gegen kaltes Eisen? Nee, das machen wir nicht. So, dann haben wir den Gürtel der Körperbewegung. Wir haben einige nette Gürtel. Halt, warte mal, Knock Knock hat natürlich die Messerschärpe. Die ist auch super. Was hat Lindsay dabei? Perfekter Körper. Plus 2 Stärke, Geschicklichkeit, Konzentration. Hier plus 4 auf Stärke und Geschicklichkeit. Stärke und Geschicklichkeit wäre für ihn eigentlich was. Ja, tatsächlich. Das ist eine Verbesserung, wenn wir das Ikondario geben. Weil Stärke bringt ihm, glaube ich, auch noch mit seinem Bogen einen Bonus. Na, ich glaube zumindest, dass er vielleicht mehr Schaden macht oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, Ravennas Eid. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das was für unseren Zwerg? Die Rüstungsklasse ist schon mal deutlich besser. Der Rest ist gleich. Willen und Konstitution ist natürlich für ihn gut. Plus 4 auf Konstitution. Das ist schon nicht schlecht, gerade für seine Funktion. Aber der ist natürlich von der Rüstungsklasse selbst direkt mal besser. Und er hat noch diesen geilen Effekt. Ich glaube, ich nehme ihm den weg. Und ab und an wird ja unser... Ach, die Hand ist derselbe. Die hatten denselben. Ja, gut. Okay, alles klar. Dann haben wir das auch. Und ja, Ravennas Umarmung. Ich glaube nicht, dass das besser ist, als was sie hat. Nein, auf keinen Fall. Und für dich, den Zwerg, Rüstungsklasse ist identisch. Rüstungsmalus ist besser. Ja, das ist tatsächlich auch eine Verbesserung.
Keine Ahnung, ob sich das irgendwo bemerkbar macht, aber wir geben ihm das Ding. Und dann haben wir noch ein Bastardschwert, Ravinas Kuss. Ja, aber da finde ich das Blitzding irgendwie besser und naja, die anderen können das auch eh nicht. Insofern haben wir auf jeden Fall ausrüstungstechnisch davon profitiert. Und das nächste Mal geht es dann nun also wieder ein neuer Versuch hier hinein. Und gegen diese schrecklichen Wesen, diese Feenwesen und vor allem diese Bäume zu kämpfen. Das wird nochmal interessant werden. Wir sehen uns dann. Macht's gut, euer Steinballen.